Hallo meine lieben Zuschauer, euer Zeide wieder hier und dieses Mal zeige ich euch das angesprochene Deckprofil von Rebecca, von unserem lieben Drancer. Jo, was geht heute? Was geht? So, dieses Mal hier schön aus unseren Mäffis aus Aachen hier, ne, am Ende des Monats, am Sonntag wird immer gezockt. Und hier nach ein bisschen Practice zeige ich euch jetzt mal, beziehungsweise zeigt euch Drancer mal das Deck. Let's go! Jo, ich zeige euch mal das Deck hier, ganz kurz und knackig einfach. Erstmal die Searcher. Hupsa. Drei Rebeccas. Ist einfach gut. Ihr guckt die obersten drei an, nehmt euch einen Dressrosa-Archetype auf die Hand, der Rest wird getrashed. Ist beim Rebecca-Leader eigentlich genauso. Die besagt, vor allem Don, wenn ihr sechs oder weniger Handkarten habt, einfach Don resten. Genau. Guckt die obersten zwei an und nehmt euch einen Dressrosa-Archetype. Das ist immer gut zum Cyclen. Aber ihr könnt viermal spielen, dreimal, ist egal. Aber ich würde sie dreimal spielen. 2K. Viermal Barto. Viermal Barto ist klar. Dressrosa-Archetype kannst du searchen. Ist ein 2K-Counter und Blocker. Mega gut. Ja, und kannst du immer mit Rebecca auf die Hand holen, weil der 3-Kost ist, ne? Richtig. Zweimal Geertz, mega gut. Ihr könnt nämlich dafür, das ist nämlich gut im Kombo von Colosseum, weil Geertz besagt, ihr könnt Dressrosa-Archetype von euch wählen, der kann dann aktiver angreifen in dieser Runde, was gut auf Pressure hindeutet. Ja, weil du halt nicht angreifen kannst, ne? Na, du kannst mit dem Leader nämlich nicht angreifen, ihr seid zwar auf 5 Life, aber das ist egal. Nur zweimal Toy Soldier und nicht vier. Aufgrund dessen, weil ich zweimal Zoro drin Deck spiele, weil mit den Gecko-Plays kommt die nicht so gut. Ein Gecko-Play spielt meistens eher Zoro und sowas aus. Ist trotzdem ein sehr guter Search-Target und kannst du für zwei einfach so ausspielen, kannst mit dem Kyros gut kombinieren oder andere Karten. Okay. Ja, das Problem ist halt nämlich an ihm, ne, das ist halt Activate Man, nicht On-Play, weswegen die Gecko-Plays nicht möglich sind. Genau, aber Searchable 2K einfach, deswegen trotzdem zweimal spielen. Ja. Zweimal Zoro, nur zweimal Zoro natürlich. Erstens, wenn ihr die mehrmals reintut, wird die zu sehr oft gerifft, die wird dann auf dem Trash gelandet. Und zweitens war einfach on day, minus 2, könnt gute Gecko-Plays mit dem machen und es ist ein 2K-Counter. Und ja, ihr macht dann einfach gute Combo-Plays mit der, mit Rebecca, Zoro und so weiter. Ihr brütet das sonst zu oft, ne? Ja. Viermal Kyros, ist mir gut die Karte, wirklich ein Rebecca. Ich spiele die für 3 aus, könnte eine 1-Cost-Unit oder eine 0-Cost-Unit schießen und könnte dann eine Deckkarte mennen. Und solange dein Leader Rebecca ist, kann er nicht KO'd werden, indem du deine Stage Colosseum oder Rebecca restest. Das bedeutet, gegen Schwarz ist das einfach voll gut, weil ihr müsst einfach den Early rauskriegen gegen Schwarz, weil der Schwarz den nicht wegkriegt. Ja, und du hast überlegt, eventuell, also man kann sich überlegen, den auf 3 zu cutten, um eventuell noch was anderes reinzupacken. Richtig. Viermal Olympus, das ist ein Muss. Aufgrund dessen, er besagt, activate main, once per turn, ihr könnt einer Unit minus 4 geben. Und dann könnt ihr die obersten zwei Deckkarten nehmen, was nämlich super wichtig ist in dem Deck. Ihr braucht so viele Trashkarten im Deck. Und dann könnt ihr einen Dressrosa-Archetype von euch schießen. Was ein Combo mega gut ist mit Kyros, weil Kyros könnt ihr euch dann schießen und dann könnt ihr Kyros-Effekt triggern und dann ist eure Stage und euren Leader rest und der wird dann nicht KO'd und trotzdem wird der Effekt getriggert. Ja, genau. Viermal natürlich Rebecca. Ist ein Searchable Blocker einfach, was einfach mega krass ist. Ihr könnt sie spielen. Ihr könnt was euch auf die Hand holen, zum Beispiel Bartolomeo. Und ihr könnt dann Kyros dann damit for free ausspielen. Genau, weil die kann nämlich von der Hand 3 Kosten oder weniger ausspielen, rested. Ja, das ist einfach mega gut. So, jetzt kommt der Flex. Dreimal Sabo in der geilsten Altart. Auf jeden Fall, Sabo ist auch mega krass im Deck, weil ihr könnt ihn searchen. Einer der krassesten Blocker, searchable Blocker. Für 5, ihr spielt ihn aus. Draw 2, Trash 2 und eure Charaktere sind protected. Ja. Und wie gesagt, Searchable ist mega strong. Eure Wincon eigentlich in diesem Deck, Monkey D. Luffy, der 7er, der besagt schon, dass er aktive angreifen darf, was mega strong ist und mega viel Pressure ist in dem Board. Ja. Weil das Deck ist darauf ausgelegt, dass ihr Board Control erstmal macht und dann auf Live geht. Ihr geht nie zuerst auf Live, sondern erst Board Control. Ja, ihr starft euren Gegner komplett tot und mit dem Colosseum hat er halt Rush auf die Charakter und kann nicht halt aktiv angreifen. So, ihr könnt dann, der Effekt besagt nämlich, Activate Main, ihr könnt 7 Trash-Karten von euch, was sich erst viel anhört, aber in dem Deck ist das echt nicht viel. Könnt ihr 7 Karten von eurem Trash unter das Deck legen in irgendeiner Reihenfolge und dann könnt ihr ihn active standen. Aber wenn ihr dann nochmal mit dem angreifen solltet, ist er dann gefreezed für eine Runde. Da müsst ihr also höllisch aufpassen, was das angeht. Ja. Deswegen auf jeden Fall dreimal. In Kombi mit der King Kong Gun ist er mega stark, weil die Sache King Kong Gun besagt, ihr gebt einer Dressrosa Unit 6000 Push für 3. Ja. Und wenn ihr 15 oder mehr Karten im Trash habt, kriegt ihr einfach Double Attack. Ja, und mit Luffy, der kann halt zweimal angreifen, zweimal Double Attack. Genau. So, im Best Case habt ihr dann einfach, wenn ihr den nochmal da liegt und der Gegner hat nur 4 Life oder so, geht dann mit, macht dann mit King Kong 6 auf 3 auf den und dann habt ihr noch 7 Dons offen und dann könnt ihr zweimal mit 20k Double Attack reingehen. Ja.
Das ist mega strong einfach. Dreimal das Colosseum. Ich spiele die dreimal. Zweimal ist zu wenig, aufgrund dessen, weil ich Jan fast gar nicht sehe. Ja. Und viermal ist einfach viel zu viel. Mhm. Und die besagt einfach, alle eure Dressrosa-Charaktere können sofort die Charaktere des Gegners angreifen. Ja. Also die haben indirekten Rush eigentlich. Ja, die haben Rush of Character. So, das war die Dressrosa-Package. Jetzt kommen die High-Cost-Unit. Klar, obvious Jack. Ja. Jack ist ein Muss im schwarzen Deck. Mhm. Der besagt nämlich, der ist immer eine 11-Cost-Unit. Und Activate Menu könnt den resten, dann könnt ihr eine Karte drawen, eine Karte trash und dann könnt ihr eine 3-Cost-Unit schießen. Im Effekt von Olumbus mega strong einfach. Ja, mit Olumbus einfach 7K-Units genau. Schießen ohne Don Investment. Genau. Die andere High-Cost-Unit, die gespielt wird, ist natürlich Gecko. Ihr fragt euch jetzt mal, warum Gecko in Rebecca, weil ihr sowieso schon viele Units da draußen habt. Die Sache ist einfach, Gecko ist einfach Value Play. Ihr braucht Gecko einfach. Es ist ein Muss im schwarzen Deck. Also da gibt es keine Diskussion, Leute. Ansonsten hat kein schwarzes Deck eine Chance mehr. Nee. Also man muss ihn spielen. Es ist eigentlich gesetzlich vorgeschrieben, dass ihr Gecko spielen müsst. Aufgrund dessen, ihr holt euch Rebecca damit raus. Oder ihr könnt, und dann könnt ihr Zuru machen, wie gesagt. So, davor habt ihr vielleicht einen Olympus Play schon gemacht, nochmal minus 4. Dann habt ihr einfach eine Union minus 6 Kost gegeben. Ist die vielleicht, sagen wir mal, eine 7 Kost Union auf 1. Oder eine 5-6 Kost Union auf 0. Könnt dann den Kyros durch Rebecca rausholen und das ist dann einfach mega strong einfach in dieser Combo. Und dann habt ihr immer noch Attacks zum Angreifen durch den Olympus oder durch den, was weiß ich noch, was ihr auf dem Feld hat. Natürlich die blaue Karte, die man in jedem blauen Deck jetzt spielen muss, aufgrund dessen wegen Handkarten, ist Pudding. Ja. Weil die besagt, dass der Gegner seine ganze Hand ins Deck reinmischen muss und dann zieht er 5 neue. Ja. Was einfach mega gut ist, je nachdem, wenn ihr gegen Gelb spielt, die sowieso Handkarten Consistency haben, sowas wie Black Yellow Luffy oder SC14 Luffy, kann er auch schon gut Handkarten haben, je nachdem. Oder allgemein Decks, die halt sehr viel cyclen, ne? Genau. Schwarz, Lucci und so. Genau. Ich habe die früher tatsächlich nur einmal gespielt, jetzt spiele ich die zweimal und ich bin sehr zufrieden damit, ist die 7er Event. Ja. Die 7er Event ist mega strong einfach, zum Beispiel gegen Black Yellow Luffy Matchups oder generell auch gegen Schwarz. Oder auch zum Beispiel, wenn jetzt bald wieder Purple kommt, wo Purple Luft gespielt wird, da könnt ihr die Units einfach so richtig gut bonden decken, gerade wenn ihr auch so einen Magellan als Gegner mal jetzt wieder habt und noch Leute rumrennen. Also alles, was On-KO-Effekte hat, das triggert das, kontert das einfach aus und ihr könnt zwei Units damit wegmachen. Das ist einfach mega gut. Gerade wie gesagt, auch Olumbus-Play. Ja, macht mit das dem mega Olumbus, strong. Ja. Das ist halt insane. Ja. Dreimal Hound Blaze, das ist eine Muss in diesem Deck. Könnt eine Unit von euch 3K geben und dann zwei Kostüme oder weniger von Gegner Bottom decken, was auch mega strong ist. Wie gesagt, alles, was mit Cost Reducing mit Olympus zu tun hat und dann Bottom decken kann in diesem Deck, das ist einfach mega strong. Das ist wie, ich stell dir einfach Sakazuki vor mit nur ein bisschen weniger Navy. Ja. So, das ist so die einzige Sache, aber wie gesagt, ihr könnt das richtig gut machen. Je nachdem habt ihr so einfach, keine Ahnung, ihr habt so eine Ein-Cost-Rebecca da liegen und ihr wisst nicht, was ihr da machen sollt. So, und ihr wollt ein bisschen mehr Chip-Damage machen oder ein bisschen mehr Pressure machen oder ihr könnt das auf euren Loof machen und ihr habt einfach gerade jetzt keine King Kong Gun oder sowas und der hat einen Blocker da liegen. Das ist einfach alles gut in dem Olympus-Play. Olympus gibt den Blocker minus 4, Houndblaze, Luffy plus 3 und dann ist der Blocker gebottendeckt und könnt zweimal auf die High-Units angreifen, dann habt ihr einfach seid ihr einfach 3 Units los. Ja, das ist halt mega gut. So, und als One of Ice Age, warum aber nur einmal Ice Age? So, ich sag euch das jetzt mal so. Ihr habt in dem Deck schon gute One-Offs oder auch Two-Offs, weil in diesem Deck müsst ihr cyclen. Und wenn ihr mit dem 7er Luft die 7er Karten cyclet, dann seid ihr nämlich in dem Momentum, ihr müsst euch entscheiden, wie ihr die Reihenfolge legt. So, und dadurch, dass ihr super viel cyclet durch eurem Deck, durch den Leader-Effekt und durch den ganzen Wrecker-Search-Effekt, könnt ihr ab einem Punkt wissen, aha, an dem Punkt bin ich jetzt wieder angelangt. Weil dann könnt ihr nämlich im Kopf wissen, die Karte und die Karte kommt danach. Das hatte ich nämlich mal gegen einen Kollegen oder auch in Gladbach. Ich hatte meine Ice Age runtergemischt und dann habe ich mich durchgecycelt. Und ich wusste, okay, nach Ice Age kommt jetzt King Kong dran. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Angriff überlebe und dann nach dran bin, so, und der jetzt keine Blocker hat, so, und ich konnte ihn sowieso seine Blocker wegnehmen, weil ich einen Rumbus hatte und ich hatte einen Houndblaze zum Bodendecken, dann wusste ich, okay, ich habe das Match gewonnen. Was kam nach Ice Age? Direkt King Kong ran. Und dann muss, deswegen, ihr müsst euch, das Deck macht übelst mega Spaß, aber ihr müsst wirklich Kopfschmerzen dafür aufbringen, weil das ist wirklich viel, viel Kopfarbeit, das Deck. Aber ansonsten, kurz und knackig, das Deck-Profile, ich bin mit dem Deck übelst zufrieden. Ich bin jetzt in München-Gladbach immer eigentlich, bis jetzt auch das letzte Mal, das war jetzt leider 2-3, aber ich hatte einen Katakuri-Spieler, das war wirklich übelst knapp. Boah, das Game war so geil. Ich weiß nicht, was da war, weil, ich bin ganz ehrlich, Leute, ich bin einer, Frenzy bin ich irgendwie kacke und da im Turniermodus bin ich da ein ganz anderer Mensch. Auf jeden Fall, ich hatte eine Local, bin ich 3-2 gegangen, dann nochmal 3-2, dann 3-1 und jetzt letztens 2-3. Ich bin eigentlich mega mit dem Ergebnis zufrieden eigentlich. Also ich bin
mehr positiv rausgegangen als negativ. So, wenn ihr das Stack könnt, dann ist das ein übelst starkes Stack. Ja, ihr müsst halt wirklich, das Wichtige ist, es gibt andere Listen, zum, Listen, wo ein paar mehr One-Offs drin sind, damit man einfach mehr weiß, okay, jetzt bin ich gerade durch mit dem Deck, jetzt weiß ich, was kommt. Deswegen sind wir auch gerade im Überlegen, für seine Liste einen Kyros eventuell rauszukappen, auf das, also einen Kyros auf 3 zu spielen, dafür noch eine Red Rock, um einfach andere Jacks zum Beispiel besser loszuwerden. Richtig. Und aber auch vor allen Dingen, um eine Karte zu haben, wo man dann weiß, okay, beim Bottom Decken, jetzt bin ich wieder durch. Ja. Und weil in einem Game, je nachdem wie lange es geht, kommst du da locker doch zu zweimal durch oder so. Richtig. Ne? Also ich hatte das eine Game mal, das war jetzt gegen einen Enes-Spieler. Das war ein bisschen doof. Da müsst ihr auch aufpassen. Ich hatte den Luf draußen und ich hätte das Game gewonnen. Er hatte aber 2 Nuller-Events, also das waren schon 6K. Und dann hatte ich vergessen, seinen Enel wegzumachen, weil ich vergessen habe, dass mein Luf, wenn ich den Enel angreife, der Enel seinen Effekt nicht triggern kann. Ja. Das hatte ich vergessen, ansonsten hätte ich das Game gewonnen. Ich hatte gegen einen Dofi-Spieler gespielt, hätte ich gewonnen, wenn er meinen Blocker nicht mit gerestet hätte. Weil ich hatte dann, hätte ich dann 2x20k Double Attack gemacht und das hätte er nicht counter können. Ja. Das eine Game, was ich sonst hatte, ich habe dann oft gegen Marco gespielt, aber Marco ist echt schon disgusting als Gegner, muss man sagen. Ja, Marco ist gut, ja. Ace hatte ich als Gegner mal, das war schon close, muss ich sagen, weil der einmal direkt mit Flame Emperor Double Attack reingegangen ist und da hatte ich mir gedacht, oh genau, was mache ich jetzt? Deswegen finde ich auch diese Bartolomeo Blocker so gut, weil die beide für 3, ich habe beide für 3 ausgespielt und der, ich hatte dann 3 Blocker draußen und der muss, konnte nur 2 wegmachen. Ja. Deswegen, also, wir können euch das Deck wirklich empfehlen, es macht wirklich Laune. Ja. Mal gucken, wir werden es dann auch mal für OP9 und 8.5 mal testen. Ja. Ja, aber ich hoffe, euch hat das Deck-Profile gefallen. Nein. Schreibt mal rein, was ihr noch so spielen würdet und ja, wir wünschen euch noch viel Spaß. Maybe noch, rein, Leute. Maybe noch Carrot-Deck-Profile irgendwann. Achso, Carrot, ja genau, Carrot kommt auch noch. Und Sabo. Und Sabo, Red Yellow Sabo kommt auf jeden Fall auch noch, ne? Alles klar. Also, bleibt gespannt und ciao, ciao. Haut rein, Leute.